Jo Leute, Dope Dämpfer TV ist wieder hier und heute geht's um die Kiss Fresh Apple. Dope Dämpfer TV. Kiss wird von Innovation Tobacco hergestellt und da es sich hierbei um Geschmackszigaretten handelt, gibt es die nicht in Deutschland zu kaufen und es handelt sich auch noch hierbei um Super Slim Zigaretten. Wie immer am Anfang des Videos fangen wir an zu rauchen. Eine Schachtel Kiss Fresh Apple kosten 77 Kronen, das entspricht ungefähr 2,90 Euro. Grob, die Schachtel habe ich auch schon ein bisschen länger hier. Preis ist bestimmt ein bisschen gestiegen und ihr bekommt dafür 20 Zigaretten. Die Kondensatwerte einer Kiss Fresh Apple betragen Teer 5 mg, Nikotin 0,5 mg und Kohlenmonoxid 5 mg. Wenn wir uns die Verpackung von den Kiss Super Slims Fresh Apple anschauen, dort haben wir eine weiße Schachtel, die grüne Verzierungen hat mit so Blumen, schaut eigentlich ganz cool aus. Auf der Rückseite haben wir dann diese verzierte, auch nochmal so ein bisschen übergehend und in so einem Herz haben wir dann den Barcode. Das guckt, finde ich, meiner Meinung nach ziemlich cool aus. Auf der Oberseite nochmal Kiss stehen, auf der Unterseite auch. Und ja, die Schachtel ist ein bisschen dünner wie normale King-Size-Zigaretten, ist aber auch selbstverständlich, da es ja sich hierbei um Slim-Zigaretten hält. Und ja, also an sich ist die Verpackung echt nicht zu verwerfen. Wenn wir uns dann die Zigarette anschauen, uns fällt sofort auf, dass die Zigarette dünner ist wie eine normale Zigarette, was auch super slim bedeutet eigentlich. Und ja, der Filter ist auch ein Stückchen länger. Auf diesem Filter ist eigentlich so ziemlich dasselbe wie auf der Verpackung drauf. Einfach Kiss in so einer schönen Schrift dastehen und der Filter ist noch mit so ein paar Blumen verziert und eben in dieses Grüne. Also die Zigarette an sich schaut auch ziemlich cool aus. Wenn wir zum Geschmack kommen, wie ich auch schon am Anfang gesagt habe, es handelt sich hierbei um eine Geschmackszigarette. Fresh Apple kann man sich so ein bisschen übersetzen eigentlich. Soll nach Apfel, nach frischem Apfel schmecken. Ich schätze mal, da es eine grüne Verpackung ist, dass ein grüner, frischer Apfel ist. Und ja, vom Tabakgeschmack habt ihr überhaupt nichts da. Es ist einfach nur dieser frische Apfelgeschmack hier, der mich sehr stark an dieses Esspapier im Apfelgeschmack sehr stark daran erinnert, was aber nicht so ganz durchkommt. Es riecht sehr, sehr stark danach. Also wenn man neben einer Person raucht und die das riecht, die sagt auch, ja, ist es Esspapier vom Geruch her. Vom Geschmack her kommt es nicht ganz so rüber. Also ist zwar gewollt oder ja gewollt, aber nicht umgesetzt worden. Also schmeckt nicht so gut nach diesem Apfel. Also im Fazit zu den Kiss Fresh Apple. Ihr habt hier 20 Zigaretten, die eben sehr, sehr dünn sind. Nach Geschmack riechen eher, also nach diesem Apfelgeschmack eher riechen als schmecken. Also vom Geschmack her kommt eigentlich überhaupt nichts durch. Und deswegen bekommen die Kiss Fresh Apple von mir 3,5 von 10 Punkten. Ich habe schon ein paar andere Sorten von Kiss geraucht. Also da gibt es auch noch so Strawberry, dann Dessert und lauter Sachen eben. Und da gibt es auch Energy. Die schmecken mir persönlich viel, viel besser. Also die könnte ich auch öfter rauchen. Aber die habe ich leider nicht hier. Wenn ich sie mal bekomme, stelle ich sie mal vor. Und ja, wie ich ja schon bei den letzten Videos gesagt habe, ich grüße ab sofort immer Leute, die unter den Kommentaren schreiben, jo, bitte grüß mich. Aber wie gesagt, nur unter jedem in jedem zweiten Tabakvideo und diese Woche grüße ich Tim Merz, Alex Hunter, Zwaug, YouTube, Böllerfreak, Bastian Ort, Cookie Crafter, Christoph S. Kanal, Daniel G. und Mr. Pyro Manager 2. Schreibt am besten immer unter den Videos, wo ich eben Leute grüße, dass ihr gegrüßt werden wollt. Nicht unter dem anderen Video dann, weil da gibt es dann immer eine Pause dazwischen, weil dann kann ich das ein bisschen leichter finden und eben auch leichter raussortieren.
Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da. Schreibt in die Kommentare, was ihr oder ob ihr diese KISS-Zigaretten schon mal geraucht habt und ja, welche Sorte und ob sie euch gefallen. Und dann würde ich sagen, ich bin wieder weg. Bis die Tage. Ciao. I am the thunder down under the plunger erupter that's pillaging villages, mastered his viciousness. I think I leveled up, I cannot get enough flame in my demons. Pull up in a hearse, never hearse while I'm spitting out a curse. I'ma put you in the dirt, I'ma show you what you want, I'ma stop you in the curb. Nephilim, Nephilim.